Level 60, Gehirntransplantation. Scheiße, Mann. Okay, das sind 3 Abfahrtpunkte. So wie ich das sehe, Alter. Habe ich natürlich extrem Bock. Jetzt bin ich mir natürlich absolut nicht sicher, was hier geht, wie hier was geht und warum hier was geht. Fahren! Danke, hey! Oh, shit. Okay, die müssen wir aktivieren, ne? Ja. Alter, es muss genau getimed sein, ne? Die bleiben nur kurz auf. Ich fass es nicht. How? Ja, schon. Also dadurch. Und hier dann nach oben oder irgendwie so. Oder was? I have no fucking idea what is happening. Also ich schätze, wir müssen hier rein. Aber womit? Das ist die Frage. Da kommt es ja auch noch auf den Timing an, ne? Der erste... muss da unten rein. Gut, der fällt ja eh schon in die Richtung. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Alter. Aber wie, wir müssen eigentlich hier einfangen. So. Das muss alles irgendwie auch noch stabilisiert werden, ne? Ach, da ist schon vorbei. Also so. Okay, don't know, so. What the shit is this? Mi. So, der muss da durch auf jeden Fall, so. Schätze ich. So, der wird ja jetzt reinfallen, falls das überhaupt hält, was es natürlich nicht tut, kann es ja auch nicht. Fuck. Me heart. So? Na, so? So. Joink. Test. Naja, so. Halten sieht anders aus. Okay, dann so. Test. Ja, bisschen besser. Nicht optimal. Klar, das zieht es darüber. Oh, shit. Okay, so. Test. Okay, das hält. Ja, das weiß ich, habe ich schon gemacht. So, der fährt jetzt nämlich dann, wenn das hält, dadurch kommt dann hier wieder rausgeflogen. Okay, und da muss der da unten irgendwie rein, ne? Okay, also let's check this out. Oh Mann, da müssen wir erstmal eine Konstruktion raushauen, vom Allerfeinsten. So. So und so. Ach du Scheiße. So. Ich bin mir da jetzt gerade nicht wirklich sicher. Fahren. Es hält zumindest mal. Ich gucke erstmal, dass der erste irgendwie da ankommt. Ja, optimal ist das nicht. Boom, alles klar. So, der fliegt dann natürlich raus wie so ein Honk. Ist logisch. Kann sein, dass wir die Straße hier gar nicht nutzen können. Oh, das machen wir rückgängig. So. Der muss hier auf jeden Fall erstmal gerade durch. Das geht nämlich so nicht. So geht's nicht. So. Und der muss schöner aufgefangen werden. Und dann gucken wir erstmal weiter. Scheiße. Ja, aber das war ein bisschen besser. So. So. Da darf jetzt natürlich keine Straße hin. So. Dann irgendwie, jo. So. So. Oh, shit. Mann. Ja. Und hier auch nochmal gegen stützen. Und natürlich hier, sehr wahrscheinlich. Irgendwie auch nochmal. Ja, das klappt fast. Ah, shit. Aber nicht richtig. Okay. Das hier so. Ja, verbinden natürlich. Damit er da reinfährt.
Allerdings kommt uns da ja dann auch eine entgegen, ne? Ach Gott, das wird hart. Seh schon. Komm. Da. Das muss alles miteinander verwoben werden. Die Frage ist natürlich, effektiv hält das? Das ist die Masterfrage quasi sogar. Kann das halten? Uäh, das zieht. Like shit, das wird kaputt gehen. Okay, das war nice. Boom. Ja, nicht so. Nicht so richtig, okay. Das würde bedeuten, wir müssen hier weiter nach oben. Ich freue mich. Nicht. Das ist zu hoch. Warte mal, dann müssen wir die Straße wahrscheinlich eher so. So aufbauen. Ja, dass er weiter oben entlang fährt, damit er sich mit dem anderen Teil da unten nicht kreuzt. So. So. Kommt das alles weg? Weil da kommt ihm ja direkt einer entgegen quasi, ne? Das ist ja auch nicht das Optimum. Boah! Wie das durchhängt. Das wird nicht halten, das bricht wahrscheinlich. Ja, okay. Okay. Gut, der kommt jetzt schon mal da unten raus und die kommt da raus. Das ist nicht so geil wie erwartet. Aber es funktioniert. So. Hier nochmal nachstabilisieren. Da. Auf jeden. So. Okay, Test. Wow. Also für den oberen ist es gerade so im grünen Bereich, ne? Gerade so, aber die anderen. Die anderen nicht so. Gut, den machen wir mal. Ein Stück weiter runter. So. Fahren wir nochmal. Da drüben könnten wir ja auch wieder auffangen, dann könnt ihr hier lang fahren. Die Frage ist natürlich, was, wann, wie aktiviert ist. Eigentlich muss ja nur der obere da durch. Ja, den können wir hier auffangen. Das war nix. Den fangen wir hier auf. Und das wobbelt natürlich zu sehr. Deswegen wird er hier auch nicht richtig gefangen. Das müssten wir dann so machen und so. Bahn. Boah, dieses Konstrukt. Wahnsinn. Aber kriegen wir hin, ne? So. Yes. Okay, aber da macht es trotzdem Bam. Was bedeutet, wir müssen hier irgendwie auch noch drüber fahren. Okay, so geht's auch. Wie kommen wir denn da heran? Warte mal, was wird denn überhaupt zuerst deaktiviert und wann? Ach du Scheiße. Wurde jetzt gerade überhaupt irgendwas deaktiviert? Nicht wirklich. Fahren. Der muss da dran, das ist... Das ist falsch, der muss irgendwie da dran kommen. So, fahren. Oh, also Konstrukt. Ah, der bleibt deaktiviert, okay. Gut, dann können die da oben nämlich schon weiterfahren. Und quasi damit dann den deaktivieren, damit wir dann da hochkommen können. Ha! Okay, Theorie. Theorie, I have no fucking idea! Aber irgendwie so wird's gehen. So, das heißt, der muss dann irgendwie so dahin. Dann müssen wir hier nochmal nachstabilisieren. Dann, natürlich, so... Scheiße. So. Ja, das ist zu hoch. Das müssen wir noch nicht mal so hoch machen. Das reicht. So, dann müssen wir das natürlich nur halten. Irgendwie. Also der fährt dann da hoch. Hoffentlich fährt er da hoch. I don't know.
besser wär's. Okay, da haben wir einen Haltepunkt und das war's. Das würde bedeuten, wir versuchen natürlich mit Seilen hier zu arbeiten. So. So. Hope that works. Vanessa, guten Morgen. Aber es kann natürlich sein, dass das andere zu lang dauert. Obwohl, warte mal, der fliegt jetzt da durch. Geht darüber und deaktiviert das, bevor wir dort ankommen. Das ist gut. Der deaktiviert dann jetzt nämlich beide. Ne, nur das. Okay, dann müssen wir irgendwie da hoch. Und dadurch... das wird nochmal hart. Okay. Aber hier können wir auf jeden Fall schon mal weitergehen. That should work. So. Dann... ja, irgendwie. Warte mal, wir kommen von da unten auch nochmal, aber erst später. Vielleicht reicht das, ja. Gut, hier können wir natürlich nichts dagegen setzen. Optimal ist anders, weil wir können hier nichts weiter befestigen. Fest. Uäh. Ja, das ist der Plan. Nur muss ich gucken, dass ich jetzt erstmal überhaupt... den Weg rausbekomme, den ich hier fahren muss. Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg, muss ich sagen. Der fährt nämlich jetzt auf jeden Fall schon mal da hinten rein. Der ist shit. Was ist das für einer? Ja, weil der ist durch. Einer ist drin. Gut, die anderen beiden fliegen jetzt weg. Welcher war das, der da hängen geblieben ist? Hier können wir nochmal verbinden, übrigens. I see that. Das sollte dann vielleicht ein bisschen besser halten. Also der kommt einwandfrei durch, der kommt einwandfrei durch. Dann kann es ja nur der da sein, den ich natürlich hier oben lang schicken kann. Oder? Kann ich? Can I? That is the question. I don't know. Wir geben ihm auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Unterbau. Und jetzt hier habe ich gesehen, das... ah, können wir nicht verbinden. Das ist zu weit auseinander. Weißt du? Machen wir so und... so... und dann hält das. Das hält. Jetzt müssen wir da unten natürlich gucken. Da haben wir ein paar Befestigungspunkte. Aber irgendwie müssen wir da drauf kommen. Wow. Yes, we can. Aber how? How can we? That is the question. I don't know. How can we? Kann ich das schwebend bauen? Möglicherweise. Obwohl ich sehr wenige Befestigungspunkte habe. Nee, ich glaube, ich kann es nicht schwebend bauen. Würde bedeuten, ich muss hier auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir überhaupt mal da runterkommen. Machen wir erstmal den da. Wir gucken erstmal, wo er hinfliegt. Erstmal gucken, wo wir ihn überhaupt auffangen müssen da unten. Quasi hier. Erst da. Okay, bauen. Wir kriegen den natürlich auch nicht mehr da so durch. Da kriegt man auf gar keinen Fall hoch. Das heißt, er müsste hier einen halben Loop machen, da drauf landen, dann da durchfahren und hier oben rein. In der Mitte müssen wir ihn einfangen. Das bedeutet, wir versuchen es einfach mal genau da. Und da. Erstmal gucken, ob wir ihn da einfangen können. Da hochbekommen vor allem. So. Ja. Das war eins zu weit. Rückgängig. Fordwin. So. Ja, bitte kreuz und quer. So. Und hier müssten wir ihn einfangen. Rein theoretisch. Lass die Säule einfach mal testen. Mal gucken, ob das hält. Wow. Irgendwas ist gecrashed. Ah, das Seil. Okay, gut. Sieht aber auch aus, als wäre es nicht wirklich erforderlich, das Ding. Fahren wir also mal. Bam, Gerisse.